So, hallo und herzlich willkommen beim Let's Play mit eurem Lecker Gandalf und wir spielen Never. Ja, das Spiel war letztens bei Steam und ich hatte ein Let's Play geguckt. Als ich sah, war ich verliebt. Ja. Seht euch die Apokalypse an. Wollte kurz wissen. Oh nein, ich bin nahe zum Safehaven. Gefährlich. Ich muss schnell weg von hier. Ja, das Spiel ist eine Zombie-Apokalypse oder so eine Art Monster-Apokalypse. Geht es darum, dass ihr überlebt. Das Gefährlichste sind Never und Spieler. Ich würde sagen, die Spieler sind viel gefährlicher als die Nevers, die Monster, die im Spiel selber sind. Denn die Spieler mögen es, Banditen zu sein und töten einfach jeden Scheiß, wo sie sehen. Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Spieler gesehen, der das nicht macht. Und ich habe schon ein paar Runden gespielt. Ist schon irgendwie ein bisschen witzig. So. Ein Tipp von mir. Immer gucken, wo ihr seid. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Könnt auch mal auf Google gehen. Never Loot Map eingeben. Dort sieht man alle Loot Spawns, wo es gibt. Denn dieses Spiel kann auch ein bisschen OP sein. Denn es gibt auch Sniper. Ja. Und das sind ja viele Waffen. Hat irgendwie ein Problem mit dem Waffenspawning. Eine Pistole kriegst du schon einfach, wenn du 5 Nevercrawler-Spines bringst da an der Gilde. Zu dieser Gilde hier unten, Riverside Outpost. Ja, das hier ist ein bisschen zerstörtes Feld. Gerade wo ich hier bin, das ist die größte PvP-Zone. Dafür gibt es hier auch am meisten Loot. Wenn ihr disconnected, spawnt ihr beim nächsten Mal random. Das ist halt noch ein bisschen tricky. Könnt ja auch gleich neben Bandit spawnen, ist mir auch schon einmal passiert. Oder zum Beispiel hier dieses Haus, da gibt es fast immer Waffen, wirklich fast immer. Und dort lauern auch meistens welche, lauere ich auch ab und zu. Aber ich gehe eigentlich meistens looten erst, wenn ich angegriffen werde schließlich. Was ihr nicht spielen solltet, wenn ihr noch ein Bambi seid, bei Nacht. Also wenn ihr auf dem Server bei Nacht seid, dann würde ich euch raten, disconnected und geht auf einen anderen Server. Jo, was auch noch ist, ihr hört im Hintergrund immer diese Geräusche. Die sind Spielgeräusche, die könnt ihr nicht abstellen. Ist ein bisschen schade, das Spiel ist aber dafür auch noch sehr, sehr neu und noch in der Entwicklungsphase. War, glaube ich, Oktober, als es rauskam. Am Anfang war es noch nicht so spannend, doch jetzt hat es ordentlich zugelegt. So, und jetzt bin ich in meinen Subways. Oh, Geld. Nice. $30. Nochmal. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Können ein Spieler sein. $230. Ja, verkämpfen sich ab und zu Spieler. Denn in den U-Bahn, Subways und so spawnt schon gutes Zeug. Und es ist unheimlich. Ich wollte eigentlich den Calypso auffordern, dass er mit mir mitspielt. Doch er wollte nicht. Und in Subway sammelt sich mal. Gibt es guten Loot, aber es sammelt sich auch. Ja, da unten ist ein Never. Schnell raus hier schleichen. Die Never-Szene ist nicht so gut, aber sie hören extrem gut. Also überlegt euch zweimal immer, wenn ihr eine Schusswaffe abschießt. Wir müssen hier weg. Bisschen unheimlich, ne? Und was wird's Nacht? Ach du heilige Sch... Ach nee, es wird Nacht. Das wird gefährlich. Kurz gucken, gehen wir in das Haus da links. Da gibt's Waffen. Denn bei Nacht erscheinen die Tanks. Wenn euch einer im Visier hat, ist es sehr schwer zu entkommen. Was die Macher neu eingebaut haben? Oh nein, da ist ein Tank. Oh nein. Ich glaube, wir werden vom Unglück verfolgt. Da kann ich nicht hin. Denn die Tanks, die könnt ihr ohne Waffen, könnt ihr denen nicht hinkommen. Was ihr machen könnt, ist Treppenhäuser hochrennen, nach wieder runterrennen. Damit könnt ihr den Nevers entfliehen, ist sehr schwer. Oder durch Träume, durch die kleinen Züge, die offen sind. Müsst ihr dort durchrennen. Also wenn euch den Nevers im Visier haben und ihr nur ein Messer am Anfang habt, ist sehr gefährlich, wenn euch einer sieht. Die unter mehrere, besser gesagt, weil die locken immer mehr in der Region an.
Ein bisschen unheimlich. Vor allem immer diese Schreie, man bekommt voll die Psychosen in diesem Spiel. Gehe ich zu diesem Haus. Ist eigentlich ein guter Medical Spawn. Was gibt's noch? Sniper gibt's auch noch und Waffen. Immer mal offen. Vor der campt nicht einer. Ab und zu spawnt auch gar nichts und das spawnt nachher gleich wieder. Es ist wirklich noch in der Entwicklungsphase. Wenn ihr es nicht spielen wollt oder nicht begeistert seid von diesem Spiel, kauft es euch nicht. Es ist noch nicht fertig und kann nerven. Wenn da 10 Bimbos kommen mit Waffen, da rumfuchteln und euch einfach erschießen aus Spaß. Ist nicht witzig. Warum gegen Bambis? Ich verstehe es nicht. Wieso gegen Bambis? Er hat jetzt gegen Bambis. Das sind doch kleine Rehe. Oh, ich sollte schnell. Und sprintet euch nie leer. Also immer etwa mit beider Hälfte behalten. Ihr regeneriert euch viel schneller, denn wenn es leer ist, braucht es extrem lange. Kann euch sofort das Leben kosten. Oh. Heilige Scheiße. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Denn Rennen ist sehr wichtig, damit ihr in den Nether kommen könnt. Und kämpft wirklich Messern. Und ihr bekommt immer Levels, wenn ihr Nether tötet. Und das erste, was ihr investieren solltet, wäre Melee. Das zweite Survival. Und das dritte könnt ihr entweder Stamina oder Stealth, je nachdem. Denn bei Stealth könnt ihr nachher auf der Stufe klauen. Und das euch in Nether hört. In der Region. Oh, ist nichts gespawnt, verdammt. Und mit der ersten Stufe von Melee könnt ihr dann. So hier. Mit der ersten Stufe von Melee könnt ihr dann blocken. Könnt auch jemand draufklicken und lesen. Stealth könnt ihr klauen. Bei Survival kommt ihr 20% mehr Essen. Dann ist es sehr schnell runter. Bei Stamina wird ihr einfach stärker. Jo. Habt ihr einfach mehr Ausdauer. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Doppelachs schwingt, würde ich dort rein investieren. Als. Ja, da haben wir gerade was gehört. Ich habe nur einen Crawler. Den kann ich besiegen mit dem Messer. Irgendwie ist hier nichts gespawnt. Das ist asozial. Och, verdammt. Es ist Nacht. Also, oh, nee, Loot Drop, fuck. Vor allem, es gibt immer Events auf der Map. Und zum Beispiel hier bei Loot Drops, da sind die Banditen gleich da. Die verzerren euch. Da kommt jeder Bimbo mit einer Waffe. Das könnt ihr mit einem Messer. Das ist so ein Gangbang. So, mal gucken, wo wir hingehen. Als erstes mal, das wäre eine Safe Zone. Das hier wäre eine Safe Zone, hier und hier. Speziell ist diese Safe Zone kann ausfallen. Da müsst ihr halt die Generatoren hochschalten. Wieder, die Never-Generatoren. Aber es spawnen richtig viel. Richtig viele Never dort. So, es ist die Never-Zeit. Die gefährlichste Zeit. Es gibt in diesem Spiel Crawlers. Das sind kleine Krabbeltiere, die über den Boden kriechen und euch schnell attackieren können. Wegteleportieren. Dann gibt es diese Dinger. Sehr aggressiv. Gibt es auch noch Screamer. Ich glaube, das ist ein Screamer. Der strömt geradeaus. Die schreien und alarmieren Nevers in der Region, meistens Screamer, die euch dann gleich sofort befallen. Oh, da war ein Crawler. Und ich finde, ich habe irgendwie Pech heute. Jo, wir werden nicht viel machen können. What the fuck? Oh fuck. Ja, das sind der Verfolger, habe ich gesagt. Sehr aggressiv. Sofort attackieren, wenn er aufblitzt. Denn da können sie euch nicht schlagen. Oh. Und blocken wäre eigentlich sehr wichtig. Danach sind die Viecher sehr stark. So, jetzt können wir eigentlich blocken. Skill blocken. Gut. Da höre ich schon wieder was in der Region. Ich würde am liebsten gleich in dieses Gebäude neben dran. Das spawnt aber nichts, scheiße.
Und selbst sonst schaut immer auf euren Rücken, scannt die Region ab, dort warten Banditen. Ich weiß nicht, ob in diesem Gebäude was spawnen würde. Doch, in diesem ist das mal was richtig viel gespawnt. Gehen wir mal rein, kann nicht schaden. Was derbe ist, ich wurde mal von zwei Tanks gefistet, als ich in so ein Gebäude rein wollte. Wo kommt das? Aber nicht von oben. Es ist krank, das Spiel. Bei Nacht vor allem. Weil wir haben ja jetzt nicht irgendwie euch den Spielspaß, weil der ein bisschen Angst machen vor allem, damit sie nicht guckt. Jo. Da, endlich. Broken Tactical Rifle. Ich verstehe bis jetzt noch nicht, was man aus diesen gebrochenen Waffenteilen machen kann. Aber anscheinend kann man dann später Waffen draus bauen. Mit beiden Traders. Mit dem Safe Haven findet ihr immer Händler. Müsst ihr Kurier Packages könnt ihr dort aufsammeln und müsst sie zu einer anderen Zone bringen, als zu einem anderen Safe Haven. Hey, der Typ Maton macht mir richtig Angst. Was ihr euch sicher gefragt? Porno. Was ihr euch sicher gefragt habt? Porno. Ja, klar. Ja, super Drop. Immer noch Daisy und so. Ne, war sie Daisy. Was ihr euch sicher gefragt habt, in der letzten Zeit bin ich weniger aktiv gewesen. Es hat zwei Faktoren. Ich habe bei Porn TV ein größeres Projekt gemacht. Werdet ihr in einem anderen Video sehen. Und ich hatte wirklich Schulstress. Ich habe sehr viele Aufträge momentan. Komme fast nicht zum Computer, besser gesagt. Habe sehr viele Aufträge. Schulisch, vom Betrieb her, Ausbildung. Es ist abartig. Da sind mehrere Sachen im Moment geschehen. Aber kaum auszudenken. Es ist total der Stress. Und nebenbei noch ein Video machen ist sehr schwer. Tut mir leid. Ich Let's Play wirklich gerne. Aber ab und zu liegt es einfach nicht drin. Der Killer bei Gaming oder bei Let's Play machen oder überhaupt am Computer sein ist Schule und Arbeiten. Wirklich privat am Computer sein ist der Killer solche Sachen, wenn ihr viel zu tun habt. Denn es ist so, Videos könnt ihr immer aufnehmen, aber wenn ihr von der Arbeit fliegt, fliegt ihr. Und wenn ihr gleich noch einen neuen Arbeitgeber wollt, fragt ihr ja, wieso seid ihr geflogen? Müsst ihr halt einen Grund angeben. Schlechte Leben ist kompliziert. Mann, mir ist scheißegal, der never so kommt, wenn er will. Schleich ich ihn aber. Oh, Bandage, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die mehr heilen 150. Warten wir noch. Oh, fuck, was verfolgt mich gerade? Cheaten wir ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was mich verfolgt. Ist er da ein anderer Spieler hier? Es wird jetzt Tag. Hä? Ich kapier es gerade nicht. Hab ein paar Runden gespielt, hab ein bisschen. Moment, hab ich hier gerade was gehört? Ich weiß jetzt nicht, ob einer hochkommt. Das. Oh fuck. Das kann gefährlich werden. Ich brauche nur ein Messer. Hast du mir gedacht, wenn Never aufschreit, aber nicht in meinen Nähe, das ist eine Alarmglocke, vor allem wenn es ein Screamer ist. Das Gefährlichste sind erst Lock Never an und es verstärkt die Gegner, da ist einer. Sobald ihr den Schrei aus dieser Richtung gehört. Ich sehe leider noch keinen Gegner. Wenn er jetzt noch ins gleiche Gebäude rennt oder in der Kirche ist, ist ein Problem.
Ich mag nicht für einen Penner looten. Nein, danke. Für einen Penner looten, ne? Ja, Scout Missions. Ja, ganz auf der anderen Seite, super. Das Problem ist einfach diese Seite. Hier spawnt richtig viel, aber es ist voll das die PvP-Zone. Wenn ihr hier mal spawnt, müsst ihr disconnecten und nochmal auf den anderen Server gehen und dann nochmal spawnen. Scheiße, irgendwie. Aber das Spiel an sich macht wirklich Spaß. Vor allem von der Dynamik her. Hey, der Typ ist dumm im Kopf. Warum nimmt er nicht das Messer, wenn er gegen Never kämpft? Was ihr auch könnt, was sehr wichtig ist in Safe Place, also in Safe Happens, könnt ihr Sachen ablegen. Das heißt, Rucksäcke, Waffen, könnt ihr alles in einen Globalslot legen, wo ihr auf jedem Server beim Safe Happen oder beim Safe Place, besser gesagt in der Safe Zone, nicht Safe, in der Safe Zone könnt ihr das ablegen und bei jedem Server in der Safe Zone holen. Globales Inventar halt. Oh Gott. Und diese Teile hier könnt ihr verkaufen bei Händlern. Hab bis jetzt noch nicht kapiert, wie man die verkauft. Aber es sollte möglich sein. So, und dann gibt's noch einen Trick, wo ihr vom Gebäude runterspringen könnt. Nicht ganz runterspringen natürlich, sonst seid ihr tot. Runterspringen. Weil die Lemminge. Gestern war ich in dem Gebäude, hatte ich sehr viel Glück. Oh! Oh, knapp. Oh fuck. Oh fuck. Das ist ein Bandit. Oh. Oh. Der hat Maschinengewehr. Oh nein, das wird. Das. Scheiße, ich bin mal fast tot. Ach. So ein Scheißkopf. Den überlasse ich einen Scheiß, Mann. Töte ihn never. Fick. Das ist nicht schlecht. Der nimmt die Miniwaffe, damit er Munition sparen kann. Der hat gar keine mehr. Hey, dieses Arschloch, Alter. Holla, Bandit! Scheiße, er sieht mich, wenn ich runtersteige. Ah, fuck. Hey, ich bin geliefert. Abhauen gilt nicht, das ist mein Problem. Könnt eigentlich bis zum unteren Stock und von dort aus raus. Auf diese Seite. Aber ich will mich sehen. Hm. Schwere Entscheidung. Scheiße. Der Typ ist echt gefährlich. Boah, der campt. Ja, ja. Das ist ein Typ mit Gier. Das ist ein scheiß Bandit. Das sieht man gleich. Beobachte mir dann mal ein bisschen. So, so. Ja, ja, er will mich. Er will mich. 100 Pro. Ich seh's. Das Problem ist, ich kenne zum Beispiel bei DC, weiß ich lang auch schon, wie ein Bandit vorgeht und weiß auch, wie man flankieren soll in diesem Spiel. Ohne Waffe, der hat Gegner eine Waffe, das ist das Problem und hier ist es extrem offen, dieses Gebiet. Ist eine Stadt? Oh, verdammtes Arschloch. Der hat's doch geschaut. Fuck. Dann trollen wir den mal ein bisschen. Hä, lol? Und der weiß, wann ich rauskomme. Scheiße. Ich
muss mich neu nichts was überlegen. Hier unbeschadet runterkommen. Versuchen wir es mal. Nein! Oh. Was? Alter, nee, jetzt ernsthaft? Ich stand da an der verfluchten Kante. Ich stand an der Kante, plötzlich backt es mich da raus. Das war fickte Scheiße. Ja, maybe. Scheiße. Das war jetzt verschissen. Oh Gott. Ja, die selber werden immer wie voller. Das wird tricky. Nee, jetzt ernsthaft. Fuck. So richtig fuck. Das war nicht. Erstmal richtig genutzt worden. Wenn ich das Gebäude links gegenüber nehme. Das da hat Loot. Oh, Nacht, das wird gefährlich. Ich sollte eigentlich sofort auf dem Dach gehen, vom Dach aus weiterlaufen. Weil bei den Dächern sind meistens nur Crawler und so. Keine Tanks. Bisschen sicherer. Die Mini-Waffe, die ich vorhin hatte, war ein Grim Reaper. Das ist eine sehr gute Mini-Waffe. Spawnt auch sehr oft. Und ich habe alle meine Skillpoints verloren. Meinem schönen Rucksack. Naja, snacken oder gesnackt werden. Ist die Regel. Oh, scheiße, ich bin schon in der Safe Zone weg hier. Da gehe ich nicht. Safe Zone. Ich will eigentlich raus aus dieser Zone. Und wenn wir der Straße folgen, geradeaus, sollte mal ein Haus kommen, das Snipers hat. Nein, nicht Snipers, einfach Waffen. Heilige Scheiße. Ich finde einfach die Grafik von dem Spiel so geil. Auch wenn sie nicht so qualitativ ist. Die Atmosphäre ist einfach. Oh, göttlich. Nach einem langen Tag, harter Arbeit, hier mal entspannen gehen. Das schöne Traumparadies. Für jeden und jedermann. Für Kinder. Da ist Loot. Alter, immer dieses Kisten öffnen Geräusch. Das ist. Da denkst du gleich, da ist einer, der die Kiste öffnet. Also wenn hier die ganze Zeit so nur der Wind, das Windgeräusch wäre, wäre es für mich in Ordnung. Aber da kommen so viele andere Geräusche dazu, die störend sind. Das ist dann wirklich störend. Ich muss irgendwie ins Gebäude kommen. Und den Safe Haven, also den Mittelpunkt, seht ihr immer, wenn es so leuchtet. Tipp von mir. Da ist in dieser Richtung ist Safe Haven. Sind wir drin? Da vorne ist schon das erste. Oh lol. Schon wieder ein Backpack gefunden. Ach schön. Drop. Sobald ein neues Backpack findet, droppt ihr halt das alte. Schade, aber. Naja. Oh, schön. Erstmal was zu essen. Ich sollte eigentlich bald auch meinen ersten Never besiegen, damit ich Verteidigung aufbauen kann. Habe jetzt Medix 300 Punkte. Ja, Mann, ja, Mann, ich bin in der Apokalypse. Ich hab keine Freunde. Und bin allein, allein. Oh, gut. Das kann man verkaufen. Arbeiten wir uns erstmal nach oben, dann können wir nachher wieder nach unten gehen. Geht so schnell. Das hier ist ein bisschen speziell. Hier könnt ihr rausjumpen bei euren Gebäuden ganz oben mit den Gleitern. Boah, ist das verpackt. Also ein paar
Paraglider, den würde ich liebend gerne haben in diesem Spiel. Für ein Gold oder 300 Dollar. Das kostet sehr viel, aber das Ding ist so nützlich. Also könnt ihr ein Treppenhaus von Nevern hochrennen, auch wenn Tanks hinter euch sind. Von oben aus dem dritten, vierten Stock rausspringen und weggleiten. Die können euch dann nicht mehr verfolgen. Oder ihr findet ab und zu auch jetzt Dirtbikes im Spiel. Könnt ihr auch schon eine schnelle Flucht begehen oder zu euren Freunden schnell reisen. Hab bis jetzt noch keins gefunden. Die sollten eigentlich selten sein. Wenn da plötzlich ein Penner mit 10 Dirtbikes an einem Tag kommt, drehe ich dann durch. Was vielleicht schade sein kann, dass es Hacker gibt. Ich kenne mich noch nicht aus bei dem Cheat-Schutz. Kann mir aber vorstellen, dass es ein neues Spiel ist, das es auch Hacker gibt. Noch in der Entwicklung ist. Also Spiele in der Entwicklung sind meistens hackanfällig, was mir auch die vielen Banditen vorstellen könnte. Und ist richtig verbuggt ab und zu. Wie geht's gerade? Treppe runterrennen, steckt dir fest. Lol. Cash. Nice. Jetzt haben wir schon ein bisschen Cash. Ihr könnt es ja mal gucken. 97, wie viel Gewicht ihr habt. Je weniger Gewicht, desto weniger Energie verbraucht ihr beim Rennen. Habt ihr euer Level und XP. Ihr müsst einfach zum Traden von Packages, müsst ihr XP und Geld geben. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was ein Package ist. Muss man dann halt eins erwerben. Will ein bisschen über Spiele lernen. Denn das Wiki ist noch nicht so ausgebaut. Ich habe gerade schön 7 Packs bekommen. Kann die gut verkaufen, denke ich. Playing Cards. Den haben auch einen kleinen Wert. Oh, ein Baseballschläger. Classic. Komm aus Holz. Schön classic, classic. 290, 150, 70, ja. Das ist eh besser als Messer. Drop. Das Kitchen Knife ist eins der, ist die schlechteste Waffe im Spiel. Spawning halt. Ja, Daisy hat sich immer bemängelt, dass man mit gar keine Waffe spawnt. Was aber einerseits sehr gut ist, dass du random spawnst, ist, dass es weniger Spawn-Kills gibt. Boah, der läuft ja wie ein... Was hat er denn ein Bein gebrochen? Guck dir mal an, Alter. Es ist, auch zur Information, ein MMO. Ihr müsst dann auch später auch Waffen... Ich müsst dann auch später auch... Gut, der Grammatik heute. Ihr müsst später dann Waffen reparieren. Es ist halt ein MMO. Zum MMO gehört auch Waffen reparieren. Bei den meisten MMO-Spielen ist es so. Oder ihr müsst halt eine neue finden. Bedingungen halt. Im Spiel. So, rechts ist eigentlich das letzte Gebäude, das ich looten will. Und dann ist die Aufnahme vorbei. Dann hätten wir Tag 1 überstanden. Ich hab... Oh, ne fuck. Hab's mal gedacht. Eine Fackel ist nichts Gutes, die wurde vom Spieler geworfen. Crawlers. Ich würde eigentlich leveln, aber drei Never in der Gegend. Ah, das sind Lichtstrahlen. Was ich hasse in diesem Spiel sind die Lichtstrahlen. Das verwirrt dich ab und zu. Du bist so psychisch krank. Hast du eigentlich Loot? Oh, da ist ein Sorcerer. Aber bekannter Screamer. Die suchen nach dir. Die sind richtig gefährlich. Die sind wirklich... Wenn sie alleine sind, sind sie schwach, aber sobald sie anfangen zu schreien, bist du am Arsch. Und hier geht die Sonne auf. Wir haben die Nacht überstanden. Mit Danny. Der ist da, hat keinen Namen. Namenloser Streuner. Der ist ein namenloser Streuner, war leider gestorben. Und da ist doch Lenny, oder? Wir nennen Lenny. Und Lenny hat seine Nacht überstanden. Und zieht ihn weiter hinaus und zieht sein Verderben
Und morgen geht's dann weiter. Bis dann. Das war euer Lecky Gandalf von Ponti bei Crazy and Tasty.